Abgeleute, Leute, herzlich willkommen zum nächsten Part der Sprint to Glory mit Borussia Dortmund. Wir holen den ersten Spieler, 23-jähriger Innenverteidiger, 87er Rating von Barcelona, Fabien Brun. Werden wir mal schauen, was der Kollege drauf hat. Und wir haben noch den hier geholt, auch ein Innenverteidiger in Zur, 25, 88er Rating, Ausstiegsklausel gezogen für 100, nee, 214. Weiß ehrlich gesagt gar nicht, wo wir die beiden hinstellen sollen, aber gut, kaufen wir erstmal, gucken wir dahinter, ne? Lasst mir mal gerne ein Like, lasst mir gerne ein Abo da. Falls ihr nicht abonniert habt, ihr wisst es kostenlos. Abonnieren, Glocke aktivieren, täglich einschalten. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr täglich am Start seid. Wäre auf jeden Fall sehr, sehr nice. Bleibt wie immer bis zum Schluss dran. Ihr wisst es, das Wichtigste überhaupt. Ja, bleibt bis zum Schluss dran. Guckt die Folge von Anfang bis Ende. Ihr wisst es, für die Watchtime werden die Videos besser angezeigt und so weiter und so fort. Unterstützt ihr mich. Ich würde mich sehr darüber freuen. Ich danke euch und das Wichtigste überhaupt. Lasst einen Kommentar da. Ihr wisst es ja auch so, wenn die Videos besser angezeigt. Also gerne kommentieren. Und zwar, welche Mannschaft wollt ihr als nächstes sehen? Ja, nach dieser Dortmund-Karriere geht es ja weiter mit dem nächsten Sprint to Glory und ihr könnt jetzt schon mal eure Vereinswünsche unten kommentieren. Ich danke euch für euren Support und wie immer könnt ihr auch gerne kommentieren, was euer bester Jugendspieler aller Zeiten war. Ja, könnt ihr auch mal reinschreiben. Habt ihr schon mal einen 99er Jugendspieler gehabt? Kommentiert es mal gerne. Wir sind hier auf gutem Weg. Ich glaube, wir haben jetzt noch 3 oder 4 Saisons. Wir haben 2 94er am Start. Könnte noch was gehen, da könnte noch was gehen, aber ich weiß es nicht so wirklich, ob da noch was geht, müssen wir mal schauen. Jetzt ist die Frage, ob wir diesen Insua und Brown auch reinpacken, weil ich glaube, bei Mendes und Davies, da geht, glaube ich, ehrlich gesagt nichts mehr. Die werden wir beide rauspacken, weil Davies ist jetzt schon ein bisschen länger auf 94 und der andere Kollege Mendes ist auch schon ein bisschen länger auf dem Rating von 91. Also ich glaube, da wird nicht mehr so viel gehen. Deswegen packen wir die beiden jetzt mal raus. Jetzt ist die Frage, die beiden hier, das regt mich ein bisschen auf gerade. Wir packen diesen Arch dann lieber wieder auf rechten Flügel. Und der hier, der kann auch Mittelstürmer spielen. Ne? Kann der auch rechts Mittelfeld spielen? Natürlich nicht. Danke dafür. Korrekte Geschichte. Ja gut, die anderen, der könnte ZOM spielen. Könnte der links Mittelfeld spielen? Natürlich nicht. Aber linker Flügel. So, können wir hier noch einen drüber ziehen? Na, meine Güte. Linker Stürmer und den hier noch irgendwie dazwischen quetschen. Geht das? Ist hier noch Platz? Jawohl, hier ist noch Platz. Meine Güte, passt wieder nicht, ne? Mann, ey. Ja, so würde es passen. Aber dann ist der hier auch wieder nicht. Ach, meine Güte, ey. Das ist doch. Ey, wirklich. Da machen wir es aber lieber so, weil der hier ist auf 92, der ist auf 86. Okay. Würde ich sagen, starten wir so rein. Ich muss ganz ehrlich sagen, Reyna, ja, da hat es eigentlich langsam auch nicht mehr verdient zu spielen. Ich weiß gar nicht, wie alt der ist, aber der geht halt nicht runter. Aber der ist halt die ganze Zeit auf 93, ist ja jetzt nicht schlecht so, aber der geht halt auch nicht mehr hoch. Ne? Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass er noch einen Punkt hochgehen wird. Von daher müssen wir mal gucken, dass wir den vielleicht nach dieser Saison, ist das vielleicht auch am Ende, dann müssen wir vielleicht mal austauschen. Mal sehen, mal sehen. Ab geht's. 2-1 erstes Spiel gewonnen. Dann gegen Man U 2-2 und gegen Al Ahly 2-1 Sieg. Wir sind noch weiter. Ajax Halbfinale 2-0 und wieder gegen Man U Finale 3-2 verloren. Bitter. Bitter, bitter. Ich glaube, wir hätten so, wir haben die Champions League gewonnen letztes Jahr. Ne? Wir hätten wieder um alle 6 Titel mitspielen können, verlieren aber das Vorbereitungsturnier. Danke dafür. 3-2 Supercup. Bologna Europa League Sieger geworden, Alter. Wie haben die das denn gemacht? 5-1 haben die weggehauen. Safe. Wir gewinnen jetzt wieder alle anderen Titel und haben dann nur dieses verdammte Vorbereitungsturnier verloren. Dann haben wir wieder 5 von 6 Titeln gewonnen. Ey, das ist natürlich bitter. Derby am dritten Spieltag gegen Schalke 04. 3-2 gewonnen. Knappes Ding, aber reicht. Dann Champions League. Die ersten Spiele stehen an. AC Mailand. Bielefeld. Ihr wisst es, Bielefeld eine Top, zu einer Top-Mannschaft geworden. Ich sag's euch, Bayern ist nicht mehr unser Konkurrent, sondern Bielefeld. 2-1 verloren, 1-1 gegen Bremen, auch nur 2-2 gegen Lok Moskau. Naja, Pokal gegen Wolfsburg. Wolfsburg letztes Jahr auch einmal verloren, einmal unentschieden, glaube ich. Vorher geht's gegen Lyon, auch verloren. Champions League technisch sieht's gerade nicht so gut aus. Pokal, wichtig, 3-1 gewonnen. Gegen Wolfsburg wäre wichtig, jetzt gegen Lyon zu gewinnen, 1-0, let's go. Wenn wir gegen Mailand gewinnen, erstmal vorher Klassiker gegen Bayern, 2-1 gewonnen. Gegen Bayern, ich glaube, die letzten 10 Spiele oder so gegen Bayern haben wir immer gewonnen. AC Mailand 4-2, damit sollten wir auch in der Champions League easy weiter sein. Pokal leider am 30., am letzten des Monats, deswegen sehen wir erst im Januar oder Februar, ob wir im Pokal noch dabei sind. Dann sehen wir nämlich, ob wir gewonnen haben oder nicht. Also die letzten 10 Spiele gegen Bayern immer gewonnen, aber man muss dazu sagen, Bayern ist auch wirklich keine Top-Mannschaft mehr.
Die haben irgendwie anscheinend keine Nachwuchsspieler, keine jungen eigenen Talente dazu geholt und keine neuen Spieler geholt, weil die sind im letzten Jahr auch wieder nur Fünfter geworden. Davor das Jahr, glaube ich, auch so um den Dreh. Also ein direkter Konkurrent, muss man ehrlich sagen, gibt es aktuell gar nicht mehr hier zu uns. Also die Meisterschaft haben wir, glaube ich, die letzten 4, 5 Jahre immer gewonnen. Deswegen, da gibt es eigentlich gar keinen direkten Konkurrenten mehr. Die Tabelle ist auch mal ausgeglichen. Ja. Mal ist Leverkusen, letztes Jahr war Leverkusen, glaube ich, Zweiter. Davor war, ich glaube, Wolfsburg, davor Bielefeld. Also das ist kurios. Pokal, wir haben gewonnen gegen, wen haben wir denn eben überhaupt gespielt? Ich weiß nicht, egal. 3-1 gegen Stuttgart. Nächste Pokalrunde erreicht. Derby gegen Schalke. 2-0 übrigens gegen, 4-0 im Derby gewonnen. 2-0 gegen Barca. Im Hinspiel der CL, das sollte auch reichen. Im Rückspiel 1-1 reicht natürlich easy. Halbfinale müsste anstehen. Vor 3-0 gewonnen gegen Köln. 1-1 Hinspiel auch nur. 1-1 gegen Bremen. 1-1 auch nur gegen Mainz. Aber ich glaube, die Meisterschaft sollte machbar sein. Chelsea Halbfinale 2-1 verloren. Das wird natürlich jetzt schwer. 2-2, das war es für uns nach langer Zeit mal wieder. Oh, 1-1 auch nur gegen Bayern. 2-1 im Pokal, 3-3 gegen Wolfsburg. Pokalfinale geht gegen Bremen. Gegen die haben wir schon mal im Pokalfinale gespielt, ne? Bin ich mir eigentlich relativ sicher. Und damals auf jeden Fall gewonnen. Das heißt, Meisterschaft, der ja, sollte eigentlich machbar sein. Also sollte, müsste drin sein eigentlich. Und Pokal sollte auch drin sein. Jawohl, 2-1 gewonnen. Das heißt, wir haben. Gut, die Champions League nicht gewonnen. Sind wir im Halbfinale raus. Kann passieren, aber. Es hätten ja eh nicht mehr alle sieben, alle sechs Titel werden können. Das heißt, wir haben jetzt vier geholt, Champions League nicht gewonnen und dieses Vorbereitungsturnier haben wir verloren. Ich glaube, da gibt es schlechtere Saisons. Ich bin auch die ganze Zeit einfach schon davon ausgegangen, dass wir Meister geworden sind. Wir sind wirklich Meister geworden. Aber 77 Punkte nur. Also hätte ich mir, also irgendwie kam mir das so vor, als wenn wir mehr Punkte geholt hätten. Naja, Bayern sogar Zweiter geworden, ne, mit 75. Und eben habe ich noch erzählt, Bayern ist kein direkter Konkurrent mehr und dann wären wir Meister mit 2 Punkten Vorsprung. Also gut, ich nehme das Ganze zurück mit Bayern. Aber nee, muss man wirklich so sagen. Also Bayern ist kein direkter Konkurrent. Aber das ist das, was ich meinte. Es ist so immer, ist sehr ausgeglichen. Also klar, wir werden immer Erster. Aber der zweite Platz ist immer ausgeglichen. Weil es war jetzt in den letzten 4 Jahren immer ein anderer Platz dabei. Also das zeigt ja auch, dass eigentlich die Bundesliga dann doch ganz interessant wäre, wenn wir nicht am Start wären. Ne? Wenn wir nicht hier die Übermannschaft mit den ganzen jungen Talenten am Start hätten. Naja, wir gucken mal, wie sie unsere Spieler verbessert haben. Paulinho 95, sehr nice. Börs hoch. Serrano, naja, ich glaube, da geht doch nichts mehr. Bordery ist auf 5. Oh, Reina ist auf 94. Kaum sage ich, ich will den rauspacken, ist er hochgegangen. Duarte 93, Archer auch. Brun ist auf 89 von 87 hoch. Der ist auch hoch. Campos ist auch hoch. Und da wollte ich gerade Campos austauschen, geht der hoch. Ja, ich glaube, Moukoko kommt nicht mal auf über 80, ne? Bellingham ist mal wieder hoch. Schöne Sache. Das war's. Oh, Mendes ist sogar auch noch hoch auf 92. Madueke auch. Ihr seht's, manchmal muss man die Spieler nur rauspacken, da verbessern die sich. Packen mal Mendes für Davies, weil Davies ist ein bisschen jünger. Das war's von der heutigen Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Lasst gerne ein Like, lasst gerne ein Abo da, falls ihr nicht abonniert habt. Kostenlos abonnieren, Glocke aktivieren, täglich einschalten. Ich werde noch kurz die Verträge verlängern. Und wie immer könnt ihr gerne jetzt kommentieren. Und zwar, welche Mannschaft wollt ihr nach dieser Sprint to Glory hier mit Dortmund sehen? Gerne einfach einen Kommentar schreiben. Ich würde mich sehr freuen. Warum habe ich gerade den Vertrag von Hakimi verlängert? Ich weiß es nicht. Ist auch egal. Oh, Reina ist erst 30. Also der hätte ja doch noch 2 Jahre. Ich dachte, der wäre schon ein bisschen älter. Oh, Wirtz ist auch hoch auf 93. Sitzt nur auf der. Oh, der ist auch hoch. Moraes hier habe ich gerade eben gar nicht gesehen. Von 86 oder 87, glaube ich. Das war's von der heutigen Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ah, der könnte hier echt noch auf 99 kommen, ne? Ich meine, der hat noch 6 Jahre, aber so lange geht die Karriere halt nicht mehr. Wenn die Karriere länger gehen würde, bin ich mir sicher. Und der auch, dass die beide auf 99 kommen würden. Aber so lange geht die Karriere halt nicht mehr. Macht's gut, haut rein und.